Liebe Damen, liebe Herren, willkommen zurück zu Yakuza 6. Wir sind hier auf dem Weg zurück zur Bar Kiyomi, weil wir dort den kleinen Haruto abholen müssen, der dort geparkt wurde. Denn Kiryu musste ja im Moreno den Leuten von der Hirose Ika helfen und dann musste auch noch ein bisschen Sektenbusiness erledigt werden. Bei einer kleinen Substory, die dann doch ein bisschen länger gedauert hat. Wenn jede Substory so eine gute halbe Stunde, eine knappe halbe Stunde ist, dann sind das so ungefähr nochmal 20 Stunden extra Spielzeit. Das ist gar nicht mal so ohne. Also ganz gut. Je nachdem, wie ich Lust habe, werde ich wahrscheinlich so am Ende die Hälfte in etwa absolvieren. Wie auch bei Yakuza Zero, dann hält es sich hoffentlich ganz gut auf der Waage mit der Hauptgeschichte. Und jetzt machen wir auch mit der zuerst weiter. Also zurück zu Kiyomi und den kleinen Haruto abholen. Kiryu, ist alles in Ordnung? Mit Nagumo? Ja, es geht ihm gut. Tut mir leid, dass ich so spät bin. Schon gut. Ja, aber ich dachte, du kämst vielleicht nicht zurück. Entschuldige. Was ist denn dann noch passiert? Also bist du dann jetzt Mitglied der Hirose Ika? Was? Wie kommst du denn darauf? Nein, nein, auf keinen Fall. Sie haben mich nun mal eingeladen, aber ich bin kein Mitglied. Aha. Also ehrlich gesagt, ist mir der Unterschied gar nicht so richtig klar. Aber wenigstens hast du dich jetzt mit Nagumo vertragen, ja? Das finde ich gut. Gerade wo der Typ dich doch sozusagen schon als seinen Erzfeind auserkoren hatte. Ja. Morgen werde ich nochmal im Büro der Hirose Ika vorbeischauen. Heute war so viel los, dass ich die Jungs noch gar nicht nach Harutos Vater und Haruka befragen konnte. Du willst die von der Hirose Ika danach fragen? Eigentlich hatte ich das gar nicht vor. Aber nachdem das sich jetzt alles so entwickelt hat... Ja, jeder noch so kleinen Fährte sollte nachgegangen werden. Da hat Kiryu schon ganz recht. Also, ich komme wieder. Ja, wann immer du magst. Na. Für heute sollte ich zur Wohnung zurückkehren. Na, ich wollte nochmal hier schauen. Ich hatte in einem Video nochmal gesehen, dass hinter Kiyomi ein Schild war, das ganz lustig ist. Ja, hier genau, da steht nämlich Yakuza und Personen aus deren Umfeld haben hier keinen Zutritt in der Bar. Und diese Regel scheint Kiyomi jetzt nicht wirklich eisenhart durchzuboxen. Naja. Und ich wollte auch nochmal bei der Apotheke vorbeischauen. Substories kann ich jetzt, wie es aussieht, sowieso nicht angehen. Aber das kann ich eigentlich auch morgen machen. Ich denke, wenn ich jetzt zur Wohnung zurückkehre, wird der Tag vorbei sein und dann kann ich morgen in aller Ruhe neue Tränke kaufen und bei der Hirose Ika reinschauen. Wenn es dann wieder Stress geben sollte, bin ich wenigstens vorbereitet. Ich habe es ja schon im letzten Video gesagt, ich bin echt so froh, dass Yakuza Zero jetzt um einiges besser anzukommen scheint und auch wirklich von den ganzen Videospielseiten über das Spiel berichtet wird. Vielleicht ist das Jahr von Yakuza jetzt wirklich angebrochen. Jetzt kann ich auswählen, ob ich schlafen möchte oder nicht. Natürlich habe ich jetzt eigentlich nichts anderes mehr zu tun. Ich kann keine Substories machen, also mache ich das. Ich habe nur so ein bisschen Sorge, dass wenn dann Kiwami rauskommt und alle merken, ja, das ist eigentlich so ziemlich genau dasselbe wie Zero, nur ein bisschen kleiner vom Umfang her, dass da nicht gleich schon wieder etwas Ermüdungserscheinungen auftreten mit der Serie. Aber glücklicherweise ist es dann nur noch ein halbes Jahr, bis 6 rauskommt und das ist nun wirklich was ganz Neues. Ah, jetzt habe ich Haruto dabei.
Dann gehen wir eben mit Haruto noch kurz bei der Apotheke vorbei. Ich hoffe, da gibt es gute Tränke. Nicht nur die ganz kleinen. Mal sehen. Ja, am besten wäre es wirklich gewesen, wenn für 60 Euro Yakuza Zero und Kiwami zusammen veröffentlicht worden wären, finde ich. Es gibt zumindest Stamina Set hier, steht auf der Fahne draußen. Und sie ist mir auch nicht mehr böse. Ah, Katzenfutter, Whisky. Taurina Plus gibt mir Heat. Das gibt auch Heat. Ja, gibt's Toughness ZZ ist das Beste. Na. Noch ein paar Taurina. Und dann bin ich erstmal ausgerüstet. Ja, bis dann. Aber andererseits will ich auch, ich habe ein bisschen reingeschaut in die Übersetzung von Yakuza Zero und ich habe das ja relativ wortwörtlich alles übersetzt und ich muss sagen, die haben das wirklich super lokalisiert. Es ist natürlich leider nur alles auf Englisch, aber die haben das mit so viel Wortwitz und so schön alles übersetzt, dass das sich wirklich lohnt, auch wenn man sich das jetzt schon mal alles im Video angeschaut hat, das vielleicht nochmal selber zu spielen, wenn man das denn sprachlich auch versteht auf Englisch. Das sollten ja die meisten können, die sich das angucken. Aber das ist echt, ja, noch um einiges lustiger übersetzt, als es eigentlich im Original ist. Und ich finde, das passt auch, weil die Serie nimmt sich nicht so ernst und die haben das wirklich schön mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Muss man wirklich sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass es um einiges besser ist als die alten Übersetzungen, denn die alten haben immer nur mit Schimpfwörtern um sich geschmissen. Und eigentlich so hart ist die Sprache gar nicht. Natürlich ist da schon alles relativ kurz angebunden und so, aber so viele Schimpfworte kommen gar nicht vor. Deswegen, ja, finde ich es ganz gut, dass es auch nochmal ein bisschen anders angegangen worden ist. Zumindest sofern ich das beurteilen kann. Ich habe jetzt natürlich auch nicht stundenlang mir das angeguckt. Ah, da sitzen sie schon alle. Ja, gehen wir einfach mal rein und gucken, was Sache ist. Aniki, willkommen! Die Musik ist immer gut, finde ich. Hallo. Moin. Hey. Was sollen denn eure zögerlichen Begrüßungen? Mir ist es vorher schon aufgefallen, aber was ist eigentlich mit dem Baby? Mein Kind ist es nicht. Und auch nicht mein Enkel. Heißt das, du hast ihn irgendwo geklaut? Ah, Moment mal, du Idiot! Was denkst du denn von unserem Aniki? Naja. Wirklich von der Hand weisen lässt sich das auch nicht. Was? Der Junge heißt Haruto. Und ich bin auf der Suche nach seinem Vater. Aus diesem Grund bin ich hier in die Stadt gekommen. Wie bitte? Na, am besten alles der Reihe nach. Setz dich doch erstmal, Aniki. Vorsicht, der schnappt. Mit seinen zwei Zähnen. Okay, oder er zwickt. Das ist Harutos Mutter. Das Foto wurde wohl hier im Kneipenviertel gemacht. Sie ist... Kennst du sie? Lass mich auch mal sehen, Chef. Nein, nein. Sie ist nur viel jünger, als ich dachte. War nur überrascht, wie hübsch sie ist. Ist sie noch eine Schülerin? Oder? Was meint ihr? Ja, genau. Also die haben wir noch nicht gesehen. Aber so ein hübsches Mädchen hätten wir auch niemals vergessen. Sie heißt Sawamura Haruka. Sie war mal im Showbiz, also auch im Fernsehen. Ach so.
Das habe ich mir schon gedacht bei dem hübschen Gesicht. Und ihr habt sie echt noch. Und ihr habt sie trotzdem noch nie gesehen? Noch nie. Ah, genau. Der Boss hat mich um eine Kleinigkeit gebeten. Sorry, ich muss schon weg. Was wollte der Boss denn? Oh, was war das nochmal? Das fällt mir unterwegs sicherlich wieder ein. Oh. Aniki Matsunaga. Wir sollten auch mal langsam ins Modeno und da aufräumen, oder? Oh, was? Ja, stimmt, genau. Tut mir leid. Wir gehen also auch schon mal. Los, komm, Matsunaga. Was soll ich sagen? Wir sind eine kleine Truppe. Da haben alle viel zu tun. Na, den Anschein hat's. Ist der Boss heute nicht da? Och, der Boss? Ich weiß nicht. Er kommt und geht, wann er will, durch den Hintereingang. Soll ich mal kurz gucken gehen? Nein, schon gut. Ich dachte nur, wenn er da ist, dann begrüße ich ihn kurz, bevor ich verschwinde. Ach so. Na, die verhalten sich ja, als ob sie absolut gar nichts zu verbergen hätten. Na, dann... die gute Mission, in den ersten Stock zu gehen. Nagumo scheint nicht weiter was sagen zu wollen und er sieht ein bisschen schuldig aus, finde ich. Naja, die wissen doch mehr, als sie zugeben wollen. Na gut, schauen wir einfach mal hoch. Immerhin hat das Treppenhaus ein Geländer. Mein Haus in Japan hatte das nicht und die Treppe war noch steiler. Oh, und sogar ist das Tokio? Ja, genau. Entschuldigung. Komm rein. Hm? Was ist denn das? Hey, Haruto. Nein, nein, schon gut. Was kann ich für dich tun? Fehlt es dir hier an irgendwas? Nein, nicht im geringsten, danke. So. Nagumo hat mir ein bisschen was von dir erzählt. Sieht aus, als hätte er dir einiges zu verdanken. Den Jungs von der Masuzoe-Gumi hast du gestern gut in den Arsch getreten. Die haben angefangen, sich nach dir zu erkundigen. Ach ja? Ich bin aber ein Zivilist. Ich hoffe, ich habe euch keinen Ärger gemacht. Nagumo will die Sache aber mit ihm eskalieren. Deswegen hat er dich ja auch zu uns geholt. Er ist zu allem bereit. Ah, willst du bei Onkel auf dem Schoß, hä? Tut mir leid. Geh zurück zu Papa. Na gut, ich will dann mal wieder. Was, schon? Schau auf jeden Fall wieder rein. Ich bin hier die ganze Zeit ins Bett gefesselt und habe viel zu viel Freizeit. Der Versicherungsmann-Lifestyle ist auch nicht ohne. Danke, ich komme gern wieder. Also bis dann, Boss. Warum nennt er ihn Oyabu? Er ist ja nicht sein Boss, aber vielleicht einfach aus Höflichkeit. Er ist ja ein Yakuza mit sehr guten Manieren. Was hat's nur mit Takeshi auf sich? Er ist definitiv nicht 100 Jahre alt, wie der echte Boss der Yomei Dangokai, aber irgendwas muss er mit denen zu schaffen haben. Gehst du schon wieder, Aniki? Ja, ich muss leider.
Suchst du also weiter nach dem Vater von dem kleinen Butcher? Darum musst du dir erstmal keine Gedanken mehr machen. Ja? Wieso das? Schon gut, bis dann. Warum fühlt er ihn nicht noch ein bisschen mehr auf den Zahn? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Oh, geht gleich weiter. Ah, Kirio, hast du einen Moment? Von meinem Laden lungern Leute von gestern Abend, die von Matsuzoe rum. Ich glaube, die suchen nach dir. Um mir das zu sagen, bist du extra hierher gekommen? Na, das ist doch wohl klar. Wenn du den Kleinen dabei hast und die dir auflauern? Wohl wahr. Wenn wir hier bleiben und quatschen, finden die uns vielleicht. Deswegen hier entlang. Wenn wir den Berg hochgehen, haben wir zum Ryunan-Schrein. Dort haben wir unsere Ruhe. Also, jetzt geht's weiter zum Ryunan-Schrein. Aber das ist doch kein Problem, wenn die uns erwischen mit dem Baby. Dann drücken wir es einfach jemand anderem in die Hand. Und dann hat sich die Sache erledigt. Das kennen wir doch schon. Da hinten stehen ein paar von denen rum. Folge ich einfach mal Kiyomi. Die kennt sich hier schließlich besser aus als Kiryu. An jeder Ecke stehen irgendwelche Gangster. Die ganzen Gangster suchen wahrscheinlich nach einem hochgewachsenen Mann mit einem Baby. Es ist eine Sache, die Straße abzusperren, weil man sollte dann auch gucken, wer da so vorbeigeht. Aber ich will mich nicht beschweren, da muss ich wenigstens nicht so viel kämpfen, auch wenn es Spaß macht. Ich möchte aber jetzt auch gerne wissen, wie es weitergeht, denn es ist schon sehr interessant. Endlich habe ich mal ein paar Anhaltspunkte über Haruka gefunden. Ich würde schon gern wissen, was genau hier mit ihr passiert ist, was sie hier gemacht hat. Die sind aber echt schlecht im Kiryu finden. Entschuldigung. Ah. Hey, da ist er. Der Kerl mit dem Baby. Kiryu, das sind... Was wollt ihr von mir? Was soll denn dieser verpennte Ton? Hast du etwa schon vergessen, was letzte Nacht vorgefallen ist? Du kommst jetzt mit. Aber davor gibt's hier schon mal eine Abreibung. Leiste keinen Widerstand, dann geht's schneller vorbei. Hier, nimm bitte Haruto einen Moment. Na, komm her, Haruto. Unterschätzt den Kerl nicht. Auf ihn ohne Gnade. Ja, bloß nicht unterschätzen. Den Fehler haben nämlich schon andere gemacht im Laufe der Yakuza-Serie. Es ist so super, wie weit die wegfliegen. Nur nicht gegen Kiyomi werfen. Der schöne Wrestling-Move. Oh, hab schon einiges an Energie eingebüßt hier. Muss mich da erstmal wieder fit trinken, wenn ich es geschafft habe. Jetzt los, noch einer. Oh. Okay. Alles okay, Kiryu? Ja. Ist Haruto auch in Ordnung? Ja. Danke. Schnell. Hier entlang weiter. Die Kerle. Ein abschreckendes Beispiel, mir nicht zu folgen. Wirklich schade, dass nicht alle besiegten Gegner eine Weile liegen bleiben. Damit könnte man so viel Spaß haben. Jetzt noch schnell ein Getränk. So. Mal sehen. Ein bisschen leveln kann ich ja auch noch die Energie.
So, bis 130 mache ich mal. Und auch die Schlagkraft. Das war's. Geht noch irgendwas? Durchschlagvermögen von den Heat Actions auf Level 2. So. Was ja schön ist, relativ regelmäßig hat man die Möglichkeit, neue Fähigkeiten freizuschalten oder den Charakter ein bisschen aufzuleveln. Man muss jetzt nicht, bis jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt, nicht sehr viel sparen. Ich habe das Gefühl, ich habe schon relativ viel gekauft, obwohl ich erst hier im vierten Kapitel bin. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kapitel es eigentlich gibt. 10 würde ich schon mal schätzen. Sie nicht sehen. Hier also das Tor zum Ryunan-Schrein. Nichts wie hoch. Ryunan-Jinja. Das hier ist also der Ryunan-Schrein. Hier können wir eine kleine Pause einlegen. Aber Kiryu, was da jetzt im Gang ist, was machst du, wenn dich die von Masuzoe kriegen, bevor du Harutos Papa gefunden hast? Tja, dass ich gleich am Anfang Nagumo und Konsorten getroffen habe, das passt zu meinem Glück. Aber ich habe auch was herausgefunden, als ich mit denen gesprochen habe. Haruka war wohl wirklich in dieser Stadt. Wie meinst du das? Jizo? Natürlich mag Haruto den, das ist ja schließlich der Beschützer der Kinder. Die Hiroseika kennen Haruka. Zumindest haben die so ausgesehen, als ich ihnen ihr Foto gezeigt habe. Ich denke, sie haben irgendeinen Grund, aus dem sie mir nichts sagen möchten. Naja, Haruka war doch im Showbiz, meintest du, oder? Vielleicht kennt sie ihr Gesicht von da. Nein. Wenn es so wäre, dann könnten sie das ja einfach zugeben. Da gibt's nichts zu verstecken. Die einzige Erklärung ist, dass Haruka und die Hiroseika in irgendeiner Weise miteinander involviert waren. Dass sie mir nichts sagen können, scheint sie auch zu beschäftigen. Dass sie nichts über Haruka sagen möchten, steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Seltsamerweise bin ich ihnen aber noch nicht mal böse. Ich werde sie nicht mit Gewalt zum Reden bringen. Nein, ich werde warten, bis sie es mir von selbst sagen. Das ist in Ordnung so, Kiryu? Naja, ich... Ich kann nicht sagen, dass ich die Jungs nicht leiden kann. Wie schön. Ich werde nochmal in Moreno reinschauen. Du meinst das Moreno von der Hiroseika? Gibt es hier etwa noch einen Moreno in dieser Großstadt? Der Laden der Matsunaga verwaltet. Dort sollten sich gerade ein paar von ihnen aufhalten. Ich will mich ja nicht aufdrängen, aber kannst du dich nochmal um Haruto kümmern? Ich habe ein bisschen Sorge, im Kneipenviertel mit Masuzoe aneinander zu geraten. Darum kannst du mich immer bitten. Haruto ist bei mir immer willkommen. Ich bringe ihn heute Abend zur Wohnung, ja? Booty Call? Gut, danke. Und dann bis später. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kiyomi wirklich jede Gelegenheit nutzt, zu Kiryu zu kommen. Es wäre doch mal schön, wenn er wieder eine Frau finden würde. Nach der ganzen Askese in den bisherigen Teilen, abgesehen von dem ein oder anderen Techtelmechtel in den Coverclubs, natürlich.
Aber das ist ja alles nichts Ernstes. Er kommt jetzt ja auch in das Alter, wo es doch vielleicht mal ganz gut ist, ein bisschen was Festes zu suchen. Okay, da oben ist die Zeitreisende. Hier sind ein paar Prügelheinis. Und sonst Moreno. Da ist nochmal das mit dem Maskottchen. Da ist Body Switch. Will ich eigentlich auch nicht hin. Ich gucke einfach nochmal so ein bisschen hier rum. Oh, von der Nachricht im SNS. In der überdachten Straße hängt irgendwo jemand von der Decke herab. Das klingt ja ganz gut. Das probiere ich mal aus. Klingt nach einer interessanten Trouble Mission. Überdachte Straße, dieser Einkaufsarkade. Natürlich. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Kontext man diesen Kick, den ich gerade gemacht habe, abziehen kann. Und mit dem will ich jetzt nicht sprechen. Hier ist noch ein Haiku-Stein. Guck ich mir den mal an. Irgendwas mit Chrysantheme von Natsume Soseki. Ich habe das jetzt nicht so schnell mitgeschnitten. Kido denkt sich, man soll sich wohl an eine Chrysantheme erinnert fühlen, die aussieht, als würde sie Krieger beschützen wollen. Ha. Da hat sich mir jetzt gerade nicht so ganz die Übersetzung erschlossen. Natsume Soseki ist ja auch eher bekannt als Autor von Romanen als Poet. Aber er hat auch, glaube ich, so um die 2500 Haiku zu seinen Lebzeiten gedichtet. Krass, kann ich hier einfach so hoch? Vielleicht kann ich den Typen hier einfach direkt retten, der hier von dem Dach hängt, aber ich sehe hier gerade niemanden. Komisch. Jetzt bin ich aus Versehen wieder runtergerutscht. Ich laufe mal hier oben ein bisschen lang. Wer wollte nicht schon immer mal auf so einer Einkaufsstraße auf dem Dach rumlaufen? Ja, wie helfe ich denn nun jetzt? Hallo? Komisch. Gibt auch keinen Mucks von sich. Vielleicht muss ich von unten gucken. Hier ist eine Pistole. Überall liegen Waffen rum. Haben ein großes Handfeuerwaffenproblem, die Japaner. Okay. Jetzt gibt's Trouble Mission. Da hängt er. Okay, ich komme hoch und helfe dir. Vielleicht muss ich das nochmal von unten irgendwie... Eventuell muss ich ihn erstmal ansprechen oder so. Mal gucken. Ah ja, da ist ja auch ein Prompt. Gut. Ich muss ihm schnell helfen, sonst fällt er runter. Sonst stürzt er ab. Ja. Die Musik läuft, das heißt, jetzt kann ich ihn wahrscheinlich retten. Hallo? Jetzt ist ja hier richtig was los. Kann ich mal die Pistole ausprobieren? Ich habe nur 1 Minute und 40 Sekunden, um diese ganzen Typen hier auszuschalten. Aber das schaffe ich wohl. Ich würde aber gerne noch die Pistole ausprobieren. Geht mal alle weg. Die haben alle Messer. Hey, hört auf! Wo ist denn die Pistole? Ich sehe die gerade gar nicht. Habe ich die schon aufgehoben und die ist kaputt? Wow. Ordentlich Kohle. Scheint nicht mehr da zu sein. Mist. Sehr schade.
Ich glaube, ich hatte sie in der Hand, als ich den Hit-Move gemacht habe und deswegen ist sie verschwunden. Und weil ich noch Geld. Immerhin. 11.000 Yen. So. Ach, die Zeit hat sogar angehalten, während ich gekämpft habe. Das ist natürlich praktisch. Ja, pass in Zukunft auf. Kein Ding. Oh. Wohl auch wieder eine Trophy bekommen. Wahrscheinlich 5 Trouble Missions oder so. Ja, müssten jetzt 5 gewesen sein. Hier kann ich nochmal mit dem Maskottchentypen reden. Da habe ich jetzt aber gerade nicht so viel Lust drauf. Ja, ich habe vorhin schon mal an Natsume Soseki gedacht. Er ist ja einer der beliebtesten und berühmtesten japanischen Schriftsteller. Besonders ist sein Roman Kokoro bekannt. Und eigentlich begegnet man ihm überall, wenn man sich mit Japan beschäftigt. Der ist auch auf dem Geldschein abgebildet. Ich glaube, auf dem alten 1000-Yen-Schein war der. Auf dem aktuellen ist er Noguchi Hideo, dieser Arzt. Und vorhin, weil Nagumo Haruto vorhin als Botchan bezeichnet hat, das heißt eigentlich nur Sohn oder kleiner Junge. Aber das ist so ein... ja, ein spezielles Wort für Junge oder Sohn. Und es gibt auch einen ganz frühen Roman von Soseki, der so heißt, also Botchan. Und der wird ganz häufig an japanischen Schulen gelesen. Und da musste ich auch an ihn denken. Lustig, dass er dann danach auf dem Haiku-Stein zu finden ist. Und auch in Persona 5 gibt es übrigens einen Charakter, der direkt an einen Roman von Natsume Soseki angelehnt ist, nämlich den ersten Roman von ihm. Und der Charakter spricht auch häufig in einer Art, die direkt an die Sprache des Romans erinnert. Also nur mal so als Beispiel, wo man Natsume Soseki überall begegnen kann. Mehr sage ich dazu jetzt aber nicht, denn ich will nicht in einem Video zu Yakuza irgendwas über Persona spoilern. Der tägliche Check-in beim Gaudi. Nein, immer noch zu... Was ist hier bei der Hidoseika? Ist Nagumo noch da? Ne, der ist jetzt wahrscheinlich auch irgendwie unterwegs. Was kann ich noch machen? Oh, hier ist irgendwo eine Katze. Ah, da bist du. Los, es ist Zeit für Cat Friendship. Ich glaube, das hat doch nichts mit dem Muster des Fells zu tun, daher gebe ich den Katzen jetzt einfach mal irgendwas und guck mal, ob ich die anfüttern kann. Allgemein habe ich das Gefühl, dass die Katzen hier in Hiroshima um einiges anspruchsvoller und wählerischer sind als die Katzen im Kamurocho. Noch keine einzige Katze angefüttert. Und ich möchte so gern wissen, wie das funktionieren soll. Ob die dann auch ins Katzencafé nach Tokio kommen oder ob es hier noch ein Katzencafé gibt. Echt seltsam. Oh, da sind wieder Gegner. Schnell weiter. Ach, der Typ liegt hier auch noch. Mit seiner Tonkatsu Bento. Wo soll ich die denn herbekommen? Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Geschäft ich die finden könnte. Es gibt ja auch überhaupt keinen einzigen Convenience Store hier. Normalerweise kauft man sowas in einem Convenience Store oder in einem... eben in einem Lunchboxenladen, in einem Bento-Geschäft, aber das habe ich hier auch nicht gesehen. Eigentlich von der Lage her, da wo dieser Süßigkeitenladen ist, da könnte ich mir einen Laden für Lunchboxes vorstellen, aber da ist nun mal nur der Süßigkeitenladen. Echt komisch. So, steh schon auf. Ich wollte dich eigentlich noch gegen Staxi hauen. Aber der blockt zu viel, muss es eben so gehen. Hier kann ich hochfahren. Vielleicht oben beim La Pente haben die da vielleicht ein Tonkatsu. Aber Tonkatsu, der Laden sieht ja eigentlich eher französisch aus. Wäre ungewöhnlich.
Vendita Tonka zu verkaufen. Das ist zwar relativ... Also ein europäisch oder westlich inspiriertes Essen. So ein schnitzelartiges, ja so ein Schweineschnitzel ist das meistens, paniert. Aber erwarten würde ich das da eigentlich nicht. Ich gucke einfach mal. Und jetzt habe ich auch gerade noch eine Trouble Mission bekommen, dass ich hier irgendwo ein verloren gegangenes Kind suchen kann. Kann ich danach ja auch noch machen. Salat. Nee, hier ist überhaupt nichts, was nach Lunchbox aussieht. Bei dem Herrn mit der Sonnenbrille. Ah, da ist der Laden mit den Krabben. Da unten ist nur chinesische Nudeln. Da kann es das auch nicht geben. Und da beim Pfandleihhaus kann ich mal gucken, aber ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen, dass es das da gibt. Ich weiß ja nicht. Vielleicht muss ich diese blöde Lunchbox auch in Tokio kaufen und dann hier wieder zurückkommen, aber ich kann ja nicht einfach ins Taxi steigen und dahin fahren. Das geht nicht. Sie hat nur kurz nicht hingeguckt und das Kind ist verschwunden. Wo ist es nur hin? Hier, ich sag dir meine Telefonnummer. Wenn du ihn findest, kannst du mir Bescheid sagen? Ja, mach ich. Überlass es mir. Jo. 5 Minuten haben wir das Kind zu suchen. Es wird sich ja hier irgendwo in der Nähe aufhalten, denke ich. Da ist doch eins. Ach nee, nur eine kleine Frau. Ich mache nur einen Haiku-Stein pro Video. Hab den schon gesehen, aber sie hebe ich mir auf. Hier sind so viele. Hier ist ein Kindergarten. Schön, dass man die Stimmen der Kinder hört. Komisch, dass sie nicht kämpfen wollen. Aber soll mir recht sein. Ich habe ein Kind zu suchen. Vielleicht hat sich hier irgendwo bei den Piratengeistern versteckt. Tagsüber scheint hier nicht rauszukommen. Da bist du ja schon. Was soll ich nur machen? Hey, was ist? Hast du dich verlaufen? Ja. Okay, ich rufe deine Mutter an. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Das war's schon. Ich finde, also diese Side-Missions, diese Mini-Missionen sind jetzt nicht so super cool, aber ich finde wirklich gut, dass selbst das alles vertont ist. Das ist, ja, gerade jetzt, wenn ihr vielleicht gerade im Moment Yakuza Zero spielt, merkt ihr sicherlich den Unterschied und wie viel flüssiger und weniger hölzern sich das dadurch anfühlt. Auch wenn die Animationen jetzt nicht unbedingt um Welten besser sind, aber ja, diese Unterschiede in der Präsentation zwischen Story-Mission und Substory haben doch dazu geführt, dass sich das alles zum Teil relativ künstlich anfühlt in Yakuza Zero. Okay, dann kämpfen wir nochmal. Dann gucke ich beim Pfandleihhaus, ob es da vielleicht diese Lunchbox gibt und wenn nicht, dann ist das Video jetzt erstmal zu Ende. Und beim nächsten Mal geht es entweder mit Lunchbox oder dann im Moreno weiter, denke ich. Ja, wahrscheinlich eher im Moreno als mit der Lunchbox. Denn wenn ich die nicht im Pfandleihhaus finden kann, dann werde ich die hier wahrscheinlich nicht einfach so in einem Geschäft kaufen können. Ah, da wären wir schon. Ich bin hier, um zu kaufen. Ich kann mir noch ein paar Sonderausrüstungsgegenstände kaufen, aber nichts, was nach einer Lunchbox aussieht. Na gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen rumgeirrt bin. Und beim nächsten Mal geht es dann wahrscheinlich mit einer kleinen Substory und dann der Hauptstory weiter, denke ich. Bis dahin, macht's gut, bye bye.